Moin Leute, was geht mal wieder? Hier ist der YouTube Gamescom auf der Sony PlayStation 3, aka der junge Zocker. Ich habe für euch ein Gameplay vorbereitet, das heißt Turbin und, jo klar, natürlich Herrschaft. So, meine Waffe heute, die Elsat und das Kampfmesser. Und jetzt legen wir einfach mal los. Jo, das werden wir mal tun. Aber ich werde nicht alleine auf die schöne Reise gehen, sondern werde einfach jetzt mal diesen... Nee. Dem Sniper-Schützen werde ich jetzt mal nicht folgen. Snipest du auch? Ach Leute, guckt euch das mal an. Hier snipen ja alle. Dann gehen wir am besten mal eins runter und folgen mal welche, die nicht auf dem Sniper-Trip sind. So. What the hell, man? What the hell? What the hell? Juhu, Leute. Ich freue mich. Ich freue mich. Der erste Kill ist gemacht. Der erste Kill ist geschafft. Jetzt lade ich aber erstmal meine Maschine wieder nach. Die Kampfmaschine Elsat, die muss immer nachgeladen werden, das ist ganz wichtig. Und jetzt können wir einfach von unten hier schön chillig die Gegner ausschalten. Au! Oh! Ist nicht ganz gelungen, Leute. Hat mich natürlich sofort ins Visier genommen, weil er mich gesehen hat. Oh jo. Ups, jetzt mache ich Geräusche mit meinem Fuß. Achtung bitte, danke. Ich glaube, ich habe schon was entdeckt, Digga. Was hat der B? Ah, das ist nicht gut. So, auf jeden Fall habe ich 100 Punkte ab. Nochmal. Das wird mir hier zu unsicher. Das heißt, Rudi, wir machen uns wieder auf den Weg und suchen uns eine neue Position, wo wir vielleicht einen guten Schuss erhaschen können. Aber das ist nicht mehr gelungen, weil ich leider von 2B5 ausgeschaltet wurde. Guckt euch an, Schalldämpfer da drauf gehabt. Das ist natürlich schon gemein, weil dann... mein Team natürlich nicht erkennen kann, wo der Feind ist. Hier wird er gerne gesniped. Das ist eine richtige typische Sniper-Position hier auf der Map Turbin. Ups, und natürlich man das schnell freifuttert, wenn jemand zum Beispiel die Elsat hat oder eine Sniper. Klar, eigentlich. So, jetzt steht natürlich ein feindlicher Blitzschlag bevor. Aber bevor das ist, muss ich erstmal hier den Typ hier abknallen. Oh, Alter, da hat mir eine Granate angeschmissen. Leute. Leute von heute. Das ist was. Das ist was. Hier ist was los, Leute. Die Map ist nicht so still wie Dieter Bohlen Spermien, sondern das hier ist hier wirklich, hier geht's wirklich ab. Hier geht's Trouble-mäßig voran. Wir haben B. Die B müssen wir sichern. Und das... Ah, das hatte ich mir fast gedacht, dass hier B, schon von Campern eingenommen wurde. Und B beschützen wollen. Aber wir haben natürlich auch noch eine Handgranate dabei. Und dieses Trophy-System, was ich natürlich nie verstehen werde, für was dieses Trophy-System eigentlich gut ist. Aber auf jeden Fall schmeißen wir die Handgranate rein und verpissen uns und schießen mal hier ein paar Salben durch die Mordwand sozusagen. Von hinten anzugreifen ist immer sinnvoll. So. Wir nehmen jetzt noch Charlie ein und dann haben wir das eigentlich schon fast geschafft, Leute. Wunderbar, so gut wie geschafft, Leute. Also, ich sage jetzt nur mal ciao. Bis zum nächsten Mal. See you later, Alligator. Euer YouTube Gamescom. Bis dann. Ciao.